Hallo, ich bin Dieter, einer von den vielen Tomgärtnern. Heute möchte ich dir erklären, wie man Kartoffeln im Gartenbeet oder im Hochbeet anhäufelt. Warum anhäufeln? Ganz einfach, um den Ertrag zu erhöhen und ganz nebenbei die Kultur zu pflegen. Vor allen Dingen werden Kartoffeln eigentlich ja wegen dem Ertrag, um den Ertrag zu steigern, angehäufelt. Aber vor allen Dingen im professionellen Anbau werden Kartoffeln auch auf Dämme gesetzt, um dort besser arbeiten zu können, also die Kultur besser zu pflegen und damit der Boden sich schneller erwärmt und dadurch die Kartoffeln mehr Wärme haben, um zu wachsen und den Ertrag zu steigern. Man startet mit dem Anhäufeln, ganz egal ob im Gartenbeet oder wie hier im Hochbeet, wenn der Zuwachs etwa 10 bis 15 cm hoch ist. Im Garten reicht dies meist aus, aber im professionellen Anbau ist es wichtig, früh die Kartoffeln anzuhäufeln. Das macht auch unter anderem den Preis dann im Laden aus, weil der Landwirt sehr oft anhäufen muss bzw. runterstriegeln muss. Das sind so Zinken, die den Boden runterkratzen und dann wieder durch das Häufen aufbauen. Beim Kartoffelanbau im Hochbeet kannst du vollflächig anhäufen. Das heißt, so viel Erde anfüllen, bis die Hälfte des Zuwachs mit Erde bedeckt ist. Das mit dem Anhäufeln, das kannst du so 3 bis 4 Mal machen. Das hängt ein bisschen von den Temperaturen ab und auch von der Sorte. Und dadurch natürlich den Ertrag deutlich steigern. Mit der Kartoffelblüte ist das Anhäufeln allerdings vorbei. Vollkommen richtig, Dieter. Denn durch die Kartoffelblüte ist die Knollenbildung abgeschlossen. Und so würde das Anhäufen gar nichts mehr bringen, außer halt ein bisschen Unkraut unterdrücken. Wobei, das kann man auch in so einem kleinen Beet auch gut per Hand rausziehen. Wenn du im Gartenbeet Kartoffeln anhäufen willst, dann brauchst du eine Kartoffelhacke und diesen Häufler. Die Anwendung ist im Grunde ganz einfach. Mit der Kartoffelhacke zwischen den Reihen die Erde etwas auflockern. Als nächstes mit dem Häufler eine Führungsrille ziehen. Anschließend 1-2 Mal, je nachdem wie locker die Erde ist, mit dem Häufler so viel Erde an die Kartoffel bringen, dass die Hälfte des Zuwachs wieder mit Erde bedeckt ist. Achte unbedingt darauf, wenn du beim Häufeln schon Kartoffeln freilegst, diese mit Erde zu bedecken. Dadurch werden sie nicht grün und bleiben genießbar. Ja, wie Dieter schon gesagt hat, müssen die Kartoffeln immer bedeckt sein mit Erde. Denn sonst wird durch das Licht das Gift Solanin gebildet und die Kartoffel ist dann ungenießbar. Jedoch kann man, falls das doch passieren sollte, das Grüne einfach großzügig rausschneiden, dann kann man die Kartoffel trotzdem verwenden. Besonders platzsparend ist der Kartoffelanbau in Kartoffelsäcken. 2 Drittel mit Erde füllen, 2 Kartoffel einsetzen und wie beim Hochbeet gelernt hin und wieder anhäufeln und zwischendurch kannst du wahrscheinlich schon ernten. Ein letzter Hinweis. Kartoffeln gehören zur Gruppe der Starkzieher. Das bedeutet, sie laugen den Boden aus. Das wiederum bedarf einer guten Vorbereitung der Pflanzfläche. Aber was noch viel wichtiger ist, im Folgejahr soll an gleicher Stelle keine Kartoffel gepflanzt werden. Fürs Hochbeet bedeutet das, eine gute Schicht Erde abtragen, diese auf den Kompost bringen und mit neuer, frischer Erde auffüllen. Hier sieht man auch sehr schön, wie im Bild auch noch zu sehen, in dem Luftbild zu sehen, 4 gleich große Beete. Und so kann man schön rotieren, indem man von Jahr zu Jahr wechselt. So hat man eine, ja, in der Hinsicht 4-gliedrige Fruchtfolge. So wird das im professionellen Anbau genannt. Und so kann man einen Wechsel aus Stark-, Mittel- und Schwachzehrern hinbekommen. Die Starkzehrer sind zum Beispiel die Kartoffel, Gurken, Tomaten. Und die Mittelzehrer, da gehören zum Beispiel Spinat, Mangold oder rote Beete hinzu. Bei den Schwachzehrern gibt es auch sogenannte Leguminosen, also das sind Erbsen und Bohnen.
Diese haben den Vorteil, dass sie durch die Knöllchenbakterien, die sie an der Wurzel haben, den Stickstoff aus der Luft binden und so den Boden mit Stickstoff anreichern können. Und so sind sie sehr wertvoll in der Fruchtfolge. Tom, Respekt, wer es selber macht.